Ich wollte mich lange Zeit lang nicht zu diesem Thema äußern, aber jetzt kitzelt's wirklich in mir. Ich möchte nämlich ein bisschen mit euch über das Thema Alben nach dem Tod sprechen. Allgemein auch einfach Postmortem-Songs von verschiedensten Artists, weil ich jetzt leider schon häufiger erleben musste, dass das alles eine abscheuliche Scheiße ist, was diese Labels durchziehen. Ich verstehe zumindest schon, dass man sagen kann, Artist XY hat einen Vertrag unterschrieben bei einem Label für 3-4 Alben. Und nach 2 Alben ist halt leider gestorben. Aber dann versuchen sie es trotzdem 2 Alben noch lang, irgendeine gekühlte und nicht fertige Dreckscheiße rauszuhauen. Und ich glaube, die Human Decency kann man schon besitzen, dass man sagen könnte, yo, den Vertrag lösen wir einfach aus Respekt einfach auf. Aber nein, dann müssen solche Projekte existieren wie die ganzen XXXTentacion-Dinger oder Pop Smoke. Oder fucking DMX jetzt zurzeit. Fangen wir mal gleich bei XXXTentacion an. Der Mann wurde nach seinem Tod von der Familie, die sich darum kümmert, so durch den Schmutz durchgezogen, ja. Es war eine Schändung von einer Diskografie innerhalb der letzten paar Jahre. Das ist nicht normal. Und die Dinge, die sie dann abseits für Albumpromotion und sonst was abgezogen haben, zum Beispiel fürs letzte Album gab es nämlich ein kleines Museum. Und in dem Museum war dann tatsächlich zum Beispiel ein Objekt dabei, wo ich mir denke, Leute, habt ihr denn komplett den Verstand verloren? Nämlich war sein fucking BMW da drinnen. In dem BMW ist er gestorben. In dem BMW haben sie ihn erschossen. Aber sie meinen natürlich trotzdem, man müsste den in irgendein verficktes Museum von ihm stecken oder sonst was. Und hier zu ihrer Linken sehen sie das fucking Auto, wo er verreckt ist. Ohne Scheiß. Wirklich, es ist widerlich. Es widert mich an. Ich weiß von den ganzen Alben die ganzen Namen noch gar nicht mehr. Aber was ich auf jeden Fall noch weiß, ist, dass da teilweise gefühlt WhatsApp-Sprachnotizen drauf waren mit 40 Sekunden Inhalt, wo er ein bisschen beim Scheißen ein bisschen der Melodie rausgepresst hat oder sonst was. Und die dachten sich, yo, Track 19, es ist widerlich. Die Scheiße suche ich auch jetzt extra auch raus. Weil ich habe zwar vergessen, wie der Scheiß heißt, aber es wird nicht schwer sein, das zu finden bei den letzten Alben, weil gefühlt jeder Song so kacke klingt. Ohne Worte. Ohne fucking Worte. Es ist wirklich eine sehr, sehr asoziale Scheiße. Haben wir schon mal den ersten aus dem Weg. Das nächste, DMX. 2 EPs zu veröffentlichen, während der Mann um sein Leben kämpft, ist die asozialste Aktion, die ich wahrscheinlich dieses Jahr erleben musste. Das ist übrigens kein Scherz. Ihr könnt immer noch nach wie vor sehen, dass da 2 EPs veröffentlicht wurden. Und das während er die letzten Tage auf dieser Erde verbracht hat. Und das nur, damit man einfach bloß Geld generieren kann. Und wo wir schon dabei sind, können wir auch über das Album Exodus sprechen. Ich weiß, übrigens, vorab, ich weiß, das ist zu ungefähr 99% seine Intention gewesen, diese Songs so rauszubringen. Ist völlig in Ordnung. Ich sage auch nicht, dass DMX hier etwas falsch gemacht hat in dem Fall, sondern es ist auch wieder in dem Fall einfach die Leute, die sich drum gekümmert haben. Allem voran Swiss Beatz. Swiss Beatz ist ein absolutes Arschloch für das, was er da getan hat. Die meisten Songs auf diesem Album hören sich nicht gut an, die hören sich nicht mal gescheit gemixt an, als hätte er sich nicht mal die Mühe gemacht, als hätte er einfach bloß 10 Minuten die Vocal Files ein bisschen komprimiert und das war's. Dann gibt's hier 7 Millionen Features, was an sich eigentlich für DMX komplett unnormal ist, aber er wollte es ja so. Aber diese ganzen Features haben dann auch noch reingeschissen. Allem voran auch Swiss Beatz, der hier an 2 Choruses beteiligt war. Let the dogs out. Let the dogs out. Dann ging es ja auch noch darum, dass teilweise, wie bei Track 4 es so war, dass sie dann einfach postmortemäßig noch ein bisschen was an dem Song geändert haben, zum Beispiel ein ganzes fucking Feature. Zum Beispiel auf Track 4 war es so, dass normalerweise Pop Smoke gefeatured sein sollte, aber die Strophe wurde dann irgendwie doch released, was dann auch zeigt, dass das Pop Smoke Team absolut komplette Vollidioten sind. Also mussten sie für Ersatz sorgen, beziehungsweise eigentlich müssten sie gar nicht für Ersatz sorgen, weil wenn es schon benutzt worden ist, dann lass es einfach sein. Dann ist es ja gar nicht mehr seine Intention. Und solche Momente muss man einfach ein bisschen anzweifeln. Du hast hier so einen Song wie Track 10, Walking in the Rain, der komplett furchtbar abgemischt ist, sodass die fucking Snares viel lauter sind als alles andere auf dem verfickten Track. Wobei der Song eigentlich so weise und cool eigentlich sein sollte, aber Swiss Beatz
es nicht mal interessieren könnte, was da eigentlich abgeht. Das Outro war auch übrigens absolut fucking lazy. Das ist einfach bloß abgezogener Scheiß aus dem Kanye West Coachella Livestream. Es ist wirklich, wirklich furchtbar. Es ist leider eines der schlechtesten Alben, die ich dieses Jahr gehört habe. Und gleiches gilt dann auch an das Pop Smoke Ding, was jetzt letzte Woche rauskam. Ich will dieses Pop Smoke Album Faith eigentlich nicht mal Album nennen, weil es so eine fucking Frechheit ist. Das erste, was ich gleich sehe bei der Tracklist, Pop Smoke, 1, 2, 3, 4 von 20 Songs, nur er selber. Und so schnell merkst du eigentlich auch schon, hier sind einfach bloß wild irgendwelche Artists zusammengeschmissen worden, damit der Song ein bisschen über 2 Minuten geht oder ein bisschen über 3 Minuten. Dieses Album hatte kein Mensch nötig, wirklich. Auch nicht so schnell, nachdem sie noch ein Album released haben und dann noch die Deluxe-Edition von diesem anderen Album, von diesem Shoot for the Stars, Aim for the Moon-Dingens. Und du hörst dir dieses Ding an und ich komme hier, persönlich gesagt, mit keinem einzigen Song zurecht. Zugegeben, ich habe nicht so viel anfangen können mit Pop Smoke an sich. Trotzdem kann man ja wohl erwarten, dass man aus den 20 Songs ein bisschen was rausholen könnte. Was aber leider nicht der Fall ist, weil hier sehr viele Menschen einfach entweder reingeschissen haben oder der Mix aus diesen Songs, also das Abmischen, ist hier voll fehlgeschlagen. Ja, es klingt hier, als wärst du irgendwie in der fucking Submarine oder so ein Scheißdreck, weil du kannst mir nicht erzählen, dass diese Songs abgemischt wurden. Zugegeben auch noch, einen von den Songs habe ich mir nicht angehört, weil Chris Brown drauf war. Chris Brown werde ich mir niemals mehr anhören. Aber mein Punkt steht ja trotzdem. So Dinger wie Track 16, Demeanor featuring Dua Lipa. Alter, was geht? Was fucking geht? So ein fucking Calvin Harris-Type Beat, aber in komplett scheiße. Lustigerweise war eigentlich Dua Lipa das beste Feature von dem ganzen Ding. Und da müsste es ja schon bei einem New York Drill-Album ein bisschen klingeln, dass hier Dua Lipa die beste Performance von diesen ganzen Idioten hier rausholt. Pusha T auf Track 3, was zum Fick ist dein Problem? Der fängt seine Strophe an mit irgendeinem vollkommenen Bullshit, ich blend's ein. Es ist unfassbar, wie man auf so eine Idee kommt, erstmal von irgendwelchen Alben des Jahres zu sprechen und dann Promotion zu machen für sich selbst, voll gezwungenermaßen 6ix9ine zu dissen. Ich bin für jeden 6ix9ine Diss sowieso da, aber es klingt so gezwungen in dem Moment, weil niemand hat so lange schon von 6ix9ine gesprochen. Jetzt 2021 irgendwie einen Diss reinzusetzen, macht für mich gar keinen Sinn. Ich wünschte, jeder Postmortem-Angriff wäre so wie der von Mac Miller gewesen, weil dieses Mac Miller-Album Circles ist wundervoll und so gut mit schönen Intentionen ausgeführt worden. Man hatte Max klare Vision im Kopf und hat sie genauso ausgeführt oder so gut wie möglich. Und das kann ich von diesen ganzen Alben hier leider nicht behaupten. Wie gesagt, eigentlich wollte ich gar nicht drüber reden, aber irgendwann reicht es dir selber einfach, weil mittlerweile labern sie auch schon wieder über eine Deluxe-Edition von Faith, wo ich auch sowas von raus wäre. Lass mich kurz mal nachzählen, wie viele fucking Features das sind. 22 Features auf 20 Songs. Wie gesagt, es ist einfach nur asozial. Aber ja, letzten Endes, es bringt nichts wirklich, sich drüber zu beschweren, weil die Labels machen sowieso, was sie wollen. Und auch die Leute, die sich darum hinter den Kulissen kümmern, denen juckt es auch nicht. Ich wünschte, da würden einfach viel mehr Leute das ganze Ding boykottieren, weil es ist wirklich asozial. Es sind nicht die Intentionen, die diese Artists hatten, dass sie nach dem Tod solche komischen Projekte released bekommen. Aber ja, das war eigentlich im Endeffekt der ganze Ansatz von diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ungefähr die gleiche Meinung wie ich. Wenn ihr nicht die gleiche Meinung habt wie ich und ihr findet das Pop Smoke Album gut oder DMX oder sonst was, ist auch completely fine. Und wenigstens hat es ein paar Personen gebracht und dem Label. Ansonsten kann ich euch nur einen schönen Tag wünschen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.